Die scharlachroten Segel. Die Megashow zur Zeit der Weißen Nächte in St. Petersburg. Zur Zeit der Weißen Nächte, ungefähr Mitte Juni, findet in St. Petersburg ein großes Fest für Schulabsolventen statt. Auf Russisch heißt es Alie Parusa. Übersetzt die scharlachroten Segel. Schulabschlussfeiern werden in ganz Russland groß gefeiert. Aber die Feier in St. Petersburg ist etwas ganz Besonderes. Nicht zuletzt, weil sie in einer der hellsten Nächte des Jahres stattfindet. Im Zentrum von St. Petersburg gibt es Konzerte und danach ein großes Feuerwerk über dem Neva-Fluss mit der Einfahrt eines Segelschiffes mit scharlachroten Segeln als krönenden Abschluss. Zum Hauptkonzert auf dem Schlossplatz vor der Ermitage werden Schulabsolventen von St. Petersburg und der Region eingeladen. Am frühen Abend wird der Schlossplatz großräumig abgesperrt und letzte Vorbereitungen getroffen. Die Bühne wurde speziell für das Konzert errichtet und hat die Form eines fast 30 Meter hohen Segels. Das Besondere an diesem Konzert ist, dass die Absolventen über Abstimmungen entscheiden, welche Sänger auftreten. Jetzt werden die Absolventen und ihre Gäste reingelassen. Das Konzert beginnt um 23 Uhr und für die Uhrzeit ist es noch erstaunlich hell. Fast jede Schule in Russland organisiert einen Abschlussball. Deswegen beginnt auch diese Feier mit einem Walzer. Nach dem stimmungsvollen Auftakt werden die Absolventen von den Moderatoren begrüßt. Das wünscht den Absolventen Sergei Lazarev, der hier als Erster auftritt. Romantisch und beeindruckend ist der Auftritt der Luftakrobaten. Jetzt findet auf der Bühne ein Maskenball statt. Vielleicht könnte es eine Anspielung darauf sein, dass St. Petersburg auch Venedig des Nordens genannt wird. Die Popband Marcel
kommt aus St. Petersburg und ist deswegen besonders populär. Eine fantastische Show liefert der Theaterzirkus Krakatuk. Oh, und jetzt werden die Zuschauer von einer Seifenkanone eingeseift. Als letzte tritt Dima Bilan auf, der 2008 den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Nach dem Konzert strömen die Zuschauer auf die andere Seite der Ermitage, zum Neva-Fluss. Dort geht die Party weiter. Es beginnt mit einem Feuerwerk mit der Peter-Paul-Festung als Kulisse. Höhepunkt, die Einfahrt des Segelschiffes mit den scharlachroten Segeln. Thank you.
Im Hintergrund sieht man die Spitze der Wassiljewski-Insel mit den Rostra-Säulen und den brennenden Fackeln, die nur zu besonderen Anlässen angezündet werden. Mehr Informationen zu den scharlachroten Segeln gibt es auf russlandjournal.de. Weitere Videos gibt es im YouTube-Kanal von Russlandjournal. Um keine Folge zu verpassen, am besten gleich unsere Videos abonnieren. Wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen.